Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Retro-Freunde, hier bei eurem Retro-Juli. Und willkommen zurück zu Mario Party 1. Ja, Susi hat beim letzten Brett das geschafft, was es mir bisher verwehrt wurde, nämlich einen Sieg zu holen. Damit bleibe ich der einzige Noob ohne einen Sieg. Aber das soll sich jetzt ändern hier in Marios Regenbogenburg. Aber ich begrüße mal meine Kumpanin hier, die Reto Susi. Typisch. Hallo. Und der Lauri. Moin. So, Susi, also nach drei Bretter müssen wir Retro daran hindern zu gewinnen, ja? Und ja. Dann wird das sehr, sehr peinlich. Auf jeden Fall. Für, ja. Die gönnen wir nicht einen einzigen Sieg. Nö. Nee, ich habe schon gesagt, also wenn Retro heute gewinnt, ja, dann, beziehungsweise Retro hat es mir auch schon gesagt, dann habe ich zumindest den Gesamtsieg schon mal sicher. Mhm. Ah, mal schauen. Ist auch immer diese Bildfehler am Rand? So eine kleine Striche, wo? Ja, genau. Ja, jo. Naja. So. Du siehst übrigens, also, erstmal Koopa. Genau. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Koopa und werde euch herumführen. Die Burg wurde wegen ihrer Schönheit einst die Regenbogenburg genannt. Aber der Regenbogen ist verschwunden und auch der Name ist in Vergessenheit geraten. Ihr müsst mit eurer Händemacht die Regenbogenburg im alten Glanz erstrahlen lassen. Noch ein kleiner Tipp, in der Burg passiert ist, dass Toad und Bowser die Plätze tauschen. Also dann lasst uns die Startreihenfolge bestimmen. Ja. Bin ich heute mal als letzter dran. Sehr gut. Das hat ja Susi beim letzten Mal Glück gebracht. Genau. Nein. Du bist also wieder als Zweiter dran. Sehr gut. Ja, also ich bin Pete, Susi ist DK, der Verteidiger und Mario natürlich. Mein Heimbrett. Ach ja. Ah, na los. Schauen wir mal. Stern immer an der gleichen Stelle. Du hast es ja leider Gottes sich immer abwechselt mit Bowser. Gab's doch so zwei Wege, aber immer zu Buu und immer kommst du nach zum Stand hin. Ja, genau. Na, was heißt einmal zu Buu? Oh. Das ist ja wie, wenn du nicht zu Buu gehst, machst du halt eine kleine Abkürzung zum Stern. Ja, ja. Ob dir das dann am Ende was bringt? Ich glaube, so direkt vom Stand ist so noch ein Fahrzeugfeld, oder? Klopf. Ja, das ist nochmal ein, zwei Flaggezeichenfelder. Also du kannst das dann auch mit ein bisschen Glück nochmal umdrehen. Ich habe eben eine Dreiviertelminute bei ihm. Sehr gut. So lobe ich mir das so. Ja. Naja, zumindest keine minus 5 für Mario. Jetzt ist er richtig gut unterwegs hier. Ja, weiß er, wo das war? Ja. Ja, wir werden zwar auf 6 Münzen hinauslaufen. Ja. Eine 5 kann ich ruhig offen würfeln. Eine 5 und dann schön. Pflanzen. Nee. Hier. Mit dem Rad oder was? Ja, genau. Wo ich ja drehen so gut kann, ja. Ja, ja. So. Nein. Ach, ja, du landest auf Rot. Oh, mit einer 10 kommst du gleich mal zu spät. Ja, du siehst auch eins, ne denn? So, ich speichere aber jetzt erst. Ja, genau. No. Nee, nach jeder Runde. Und sie kriegt das jetzt Pedalenpower. Ja, genau. Gute Pflanzen ist er dabei. Oh, Hütenspiel. Na, das kann Susi nicht. Oh, nee. Ja. Konzentrier dich. Halt Mund. Wisst ihr? Das lenkt sie wohl ab. Mal gucken. Das
Donkey Kong, damit er es so stören, der sich so bewegt. Macht mich wahnsinnig. Hast du dir gemerkt? Nö. Naja. Also aber das ist ein dumm Fragen, du hast eine dumme Antwort. Na, ist ja gut, ist ja gut. Wie geht's schon mal in Führung? Dein Mund, mach ich auch Lust. Wissen wir ja, bei wem wir klauen bei So. Ach, bleib mal, anstrengen, ja. Habe ich gar nicht besser wie letztes Mal? Eigentlich kann, aber. Eigentlich, ja. Ja. Bis jetzt hat er da immer reingeschissen. Beim letzten Mal ist er sehr erbärmlich reingeschissen. Irgendwie wollte er letztens nicht. So, let's go. Ach, du. Oh, Bro, das hilft dir, irgendwas stimmt ja nicht. Oh fuck, Alter, ich dachte, wir waren schon im Ziel. Ey, wie, das wird doch nicht, was ist denn hier los? Oh. Ey, ich schwöre, ich drücke wie ein Bilder, ob mir immer fällt der an. Ich weiß nicht, was hier los ist. Und vor allem, du hast ja auch den. Vor allem, Susi hat gewonnen. Und das hat Susi noch nie gewonnen. Ich hab irgendwie viel zu zeitig schnell aufgehört. Ja? Ich hab gedacht, wir sind schon im Ziel. Weil du abgestürzt warst. Das hat irgendwie bei mir in dem Moment ausgelöst. Okay, ruhig. Keiner Spam. Aber kein Wunder. Kein Wunder. Aus irgendeinem Grund hat er jetzt rausgetappt. Wie kann der raustappen, wenn ich am Controller drücke, ey? Das wüsste ich nicht. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Mach's einfach mal sehen. So, Retro wäre jetzt nicht zu buchen. Ich hoffe, dass irgendjemand nochmal drauf kommt zu sehen. Nö, ich nicht. Vielleicht Susi jetzt mit der Ei. Oh! Oder so. Ja, oder so. Tausch mit dir. Nee, mit Mario. Okay. Ach ja. Ja, ich muss das mal gucken, ey. Das muss doch so gehen, dass es in Raustabs trotzdem funktioniert, ey. Hast du noch irgendwelche anderen Programme offen, die, wo man automatisch immer reintappt? Ich habe zum Beispiel mein zweites Schnittprogramm. Das entscheidet alle 5 oder 10 Minuten auch, dass ich dort reintappe, obwohl ich da nichts mitmache. Ja, also. Bei mir kommt. Das ist voller Doklar, bei mir kommt wohl der Scheiß Hai. Sicher ein zu viel. Macht ihr denn mit der großen Kiste nicht hier? Lass mich ja nur sein. Der Mario hat mich um den Sack. So bringt man die große Kiste im Übrigen an Land, ja? Hey, also wie ihr die ganze Zeit bei der großen Kiste verreckt seid. Immer kam irgendwas weg, Blobo, der scheiß Hai. Ey. Das seht ihr schon gut los, hier, ey. Ja, aber... Das scheitert bis jetzt nicht nur am Glück bei dir, also auch nee, so ein bisschen am ja, Skill. Weiß, so, was macht Mario? Okay. Scheiß drauf. Also Retro-Entführung beim Ereignis schon, ja? Ja. Ah, da ist doch das Glück. Das ist doch unfair. Oh!
Oh, okay. Ich mach den zweiten Punkt beim Ereignisstern. Okay, okay, okay. Machst du den Susi heute streitig, den Ereignisstern? Ja, das erste Mal, ja, anscheinend. Mann, ey. Ruft sie jetzt schon 50 Dinger her. Also Susi, du, dann kannst du noch ein bisschen warten, bis ich Retro den Stern gekauft habe, ja? Das oh, geht auch noch. Oh. Noch so eine Scheiße. Oh, nee. Hast du dieses Spiel? Oh. Geh doch weg mit dem Rotz. Ja, und das. Mann, ich will auch mal einsammeln. Ist der hier los, Junge? Oh, keine Ahnung, ob ich viel oder wenig habe. Ich sehe das immer nicht so richtig, was ich einser habe. Was? Okay. Ja, das sah mir aber irgendwie mehr aus. Ja, ich dachte auch, dass ich zweimal einen Fünfersack bekommen habe, aber scheinbar gingen die dann immer an jemand anderen. Ja, ich hasse dieses Game. Ja. Naja, es wird zumindest mal nicht von mir geklaut. Ja. Also bis jetzt ist es auch noch nicht meine Runde, so Minispielmäßig. Okay, ne, oder? Scheiß ich bis jetzt rein. Naja. Bowser, der wollte Münzen verlieren. Ja, Knallfeier oder so, vielleicht gleich mal 30. Oder Grimassen. beides dabei auf jeden Fall. Naja. Ja, wir müssen ja bloß alle über 90 Punkte haben, ja, dann kassiert Mario auf alle Fälle. 10 Münzen. Naja, gut, das. Ey. So, Retro, kannst du hoffen, dass eine gute Grimasse kommt? Hm? Sieht aus wie Retro. Also, wie es bisher läuft, dann kacke ich das hier hoch, ja. Scheiße. Ich glaube, deine rechte Wange ist die schon ganz rechts unten. Ich hab. Sieht irgendwie schief aus, aber bei mir sieht's auch schief aus. Was? Oh, okay. Aber Mario muss trotzdem blechen, oder? Ging's nicht ganz runter bei mir, oder? Egal. No. Hat immer noch mehr Cash als ich. Oh. Ach ne, ich hab genauso viel. Okay. Alter, was ist denn los hier? Oh, reicht das für einen Stern schon? Oder kommst du nochmal genau ins Fragezeichen? Was ist das? Nein. Oh, Chance Time! Oh, nee. Irgendwann kommt deine Fahrzeug. Mit Chance Time. Mann, ist am Short. Schön 30er Riegel erstmal. Oh. Das kann ich ihm nicht mehr verstehen. Naja, nee. Ja. Ist halt so, ne? Wenn ihr habt ja alle 30 gehabt, dann wär's scheiße, ja, wär's nicht so. Zumindest glaubt von Bu jetzt der Kenner von dir, also. Ja, ja, du. Oh, boah. So, irgendwas. So, wenn du es jetzt eine 1 würfelt, ne? Oh. Aber die kommt. Nee. Nee, noch nicht, ja. Nee. Nee, das ist kein Fragezeichen.
Es dürfte Mario? Eigentlich auch keins in der Nähe sein. Nee, ich spiele mit Mario. Ja, 2 in 2 Spiel. Gucken, was für ein 2 gegen. Oh, Dresdner, mit dem Computer. Ich will nicht mit Dresdner. Dankbar. Das haben wir jetzt verloren, aber wir müssen ja schnell machen. Zeit. Oh, geil. Okay, let's go. Wir müssen schnell machen. Nein. Nein. Ja. Meine Retro! Oh. Ich hab doch längst! Meckere nicht über mich, ja, ey! Du hast, ja, du hast schuld. Gelenkt! Gibt's doch nicht, ey! Die meckert doch über mich! Oh. Du hast selber nicht gelenkt! War schon nervös, ich geworden, hab gelenkt. Weil ihr hattet uns überholt gehabt. Es ist halt immer blöd, ich will mit der linken Hand ein X spammen und mit der rechten Hand ein Stick. Das ist halt ein Scheißer! So, Mario in Führung. Susi hat sich wahrscheinlich schon gefreut, dass sie dir hätte einen Stern klauen können. War gar nicht so doof von dir, dort runter zu stürzen, Retro. Mann, der ist doch nur ein Arschloch. Ich bin doch immer Glück haben. Nee. Ja, Susi, einfach was Kleines würfeln, dann kannst du nächste Runde den Stern klauen. Ich weiß ja noch nicht mal, ob das was bringt, deswegen. Das musst du entscheiden. Mit dir redet doch keiner. Ja klar, noch mehr Münzen, ey. Aber das kriegt ja jeder dann. Ey, wir müssen echt die Retro schaden. Oh, 8 ist Fragezeichen. Nee, 8 war rot. Rot, genau. So, gucken. Ja. Ja. Also irgendwie so würfelzahlenmäßig läuft da nicht bei mir. Mal gucken, wie ich blecken muss. Ach, Mario. Nee, Mario. Stimmt ja, also. Super, danke. Oh ja, klar. Ah, ich hänge ein bisschen hinterher, was soll's. Großmünzprügel. Yeah. Sieh halt, das Spiel das kommt nur so dann mit dem. Das ist so geil. Mann. Wie immer nur du derjenige bist, der verprügelt hat. Ich weiß es nicht. Das hat wirklich noch kein anderer gehabt. Oh, jetzt haben wir den auf die Schnauze. Mario, lass mich in Ruhe. Du musst mich immer retten. Mann! Ah! Mann! Oh, ich hab's nicht bekommen. Du hast's wieder gekriegt, glaube ich. Mann! Nein! Mann! Hab ich's bekommen? Keine Ahnung. Ich bin immer noch bei 24. Mario hat, glaube ich, beide bekommen. Der hat 59. Oh, wie immer. Ja, na klar. Also Mario macht auch ganz schön, der zieht an heute.